Ja, dann ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Heiko Butscher. Der sitzt ganz außen auf dem Trainerplatz, auf dem angestammten. Daneben Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Phillis, VfL-Geschäftsführer Sport Patrick Fabian und VfL-Sportdirektor Marc Lettau. Ich würde Herrn Phillis bitten, einmal kurz die einleitenden Worte zu dieser Pressekonferenz zu sprechen. Ja, vielen Dank, Herr Fricke, meine lieben Damen und Herren, liebe VfLer, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zu dieser außerordentlichen Pressekonferenz. Ich freue mich, dass Sie so kurzfristig Zeit haben, mit uns zu diskutieren, beziehungsweise, dass wir kommunizieren können. Ich glaube, die Rahmenbedingungen kennen Sie alle. Wir mussten uns leider von unserem ehemaligen Trainer Thomas Letsch trennen. Hintergrund war letztendlich die Negativserie in den letzten 6 Spielen. Die sportliche Führung hat uns als Präsidium den Vorschlag gemacht, dass wir einen neuen Impuls brauchen. Und dem sind wir ja vollständig gefolgt, also einheitlich gefolgt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wir wissen alle, ob der Situation in der Tabelle, dass wir hier einen Impuls setzen müssen. Aber geben Sie mir eine Minute, nochmal vielen herzlichen Dank an Thomas Letsch und Jan Fieser zu sagen, die wirklich einen guten Job gemacht haben. Das haben wir auch in der Pressemitteilung dort rübergebracht. Ich habe mich gerade persönlich von Thomas Letsch noch verabschiedet, habe ihm wirklich den Dank ganz klar ausgesprochen. Der hat einen super Job gemacht, aber nochmal, wir sind 6 Spieltage vor Schluss, wir sind in keiner guten Situation, was die Tabelle angeht. Und deswegen waren wir als Vereinsführung, und dazu gehört das Präsidium, dazu gehört die Geschäftsführung, die sportliche Leitung, einfach gefordert, hier Entscheidungen zu treffen. Und die haben wir getroffen. Und wir haben auch eine super Wahl getroffen, Heiko Butscher. Der uns seit vielen, vielen Jahren begleitet, hat die VfL Bochum-DNA. Aber das reicht ja nicht aus. Er hat die Expertise, er hat den Tiefgang. Und wir sind der festen Überzeugung, nach intensiver Diskussion, dass Heiko Butscher die richtige Lösung ist, uns jetzt zumindest in den letzten 6 Spielen hier zu helfen, dass wir das, was wir alle erwarten und auch letztendlich erreichen werden, den Klassenerhalt. Also insofern, lieber Heiko, welcome back kann man ja nicht sagen. Er war ja nie weg. Er war immer mit an Bord. Wir finden, das ist die richtige Lösung. Und das ist letztendlich das, was wir als Präsidium hier nochmal rüberbringen wollen. Für mich ist es ganz entscheidend, genauso wie für meine Kolleginnen und meine Kollegen im Präsidium, wir müssen jetzt absolut zusammenhalten im Verein. Das haben wir letztes Jahr gezeigt. Wir haben es geschafft, in der Liga zu bleiben. Und ich glaube, die Botschaft ganz, ganz klar ist, wir müssen auf allen Ebenen hier zusammenhalten. Und das gilt sowohl für die Mannschaft, das gilt für die sportliche Führung, das gilt für die Geschäftsführung und das gilt auch fürs Präsidium. Und davon können Sie ausgehen, wir werden noch enger zusammenstehen jetzt in den nächsten 6 Spielen. Und ich wiederhole mich, wir werden die Klasse halten. Das soweit von mir, vom Präsidium. Besten Dank. Patrick, noch 1, 2 einordnende Worte zum Prozess. Ja, natürlich. Auch von meiner Seite erstmal einen schönen guten Tag. Und ja, eine Entscheidung, die uns alles andere als leicht gefallen ist, Thomas Letsch und Jan Fieser freizustellen. Nach dem Spiel am vergangenen Samstag in Köln haben wir uns die Zeit genommen, die Situation gründlich zu erörtern, in alle Richtungen zu blicken und ganz ergebnisoffen zu diskutieren, um dann eine Entscheidung zu treffen, die fundiert ist und die vor allem die Interessen des Clubs so berücksichtigt, dass die in den Vordergrund gestellt werden. In dem Fall den Klassenerhalt. Wir waren natürlich auch mit Thomas selber im Austausch
mit einzelnen Spielern im Austausch, untereinander im Austausch und haben dann uns dazu entschieden, dass wir nicht mehr der Überzeugung waren, es in der Konstellation schaffen zu können, dass die Wahrscheinlichkeit durch einen Impuls, der auf dieser Position gesetzt wird, größer ist, den Turnaround zu schaffen und die nötigen Punkte zu holen, als ohne. Und deswegen haben wir Thomas am Montag entsprechend mitgeteilt, dass wir uns von ihm trennen werden und Heiko im Laufe des Montags dann entsprechend, dass wir ihn als die ideale Lösung sehen, jetzt hier die Cheftrainerposition bei uns zu übernehmen, aus voller Überzeugung und natürlich mit den entsprechenden Lösungen jetzt für die nächsten Spiele, die wir dann von ihm, von der Mannschaft und von uns allen erwarten. Und das kann ich dann entsprechend auch von den Worten von Herrn Phillips nur bestätigen, dass es nur gemeinsam geht, dass wir zusammenstehen müssen, dass wir die Reihen schließen, dass wir das Umfeld mitnehmen und dass wir hier wieder die VfL-Stimmung erzeugen, die es braucht, um in den nächsten Spielen erfolgreich zu sein. Natürlich in den Heimspielen, aber auch auswärts. Wir haben nach wie vor eine Position, in der wir selber alles in der Hand haben. Das darf man nicht vergessen. Wir sind nicht abgeschlagen zurück, auch wenn die Stimmung in den letzten Tagen, Wochen, die es hergegeben hat. Aber wir sind noch über dem Strich und da wollen wir bleiben. Und deswegen werden wir jetzt in der Konstellation alles dafür tun. Und dafür braucht es halt jeden Einzelnen hier in Bochum. Und dafür braucht es die komplette Bochumer Gemeinschaft. Vielen Dank. Den Heiko werden wir auf jeden Fall gleich noch hören. Ich denke, thematisch wird es sinnvoller sein, zunächst einmal die Fragen, die sich bei euch, bei Ihnen angestaut haben zum Prozess der Freistellung von Thomas Letsch, dass wir die zuerst beantworten. Philipp Rentsch hat schon mal die Hand gehoben für die DPA. Ja, eine Frage an Patrick Fabian. Du hast gerade von voller Überzeugung von der Ideallösung gesprochen. Jetzt ist ja auch öffentlich durchgesickert, dass ihr euch auch mit externen Optionen befasst habt. Kann man dann wirklich von der Ideallösung sprechen und der vollen Überzeugung? Weil ihr hattet ja offensichtlich noch andere Ideen, die ihr auch entsprechend geprüft habt. Ja, gerade dann, oder nicht? Also ich meine, wenn du nicht mit anderen Leuten sprichst, dann weißt du ja auch nicht, was aus deinen Alternativen oder aus deinen Optionen die beste Lösung ist. Und ich glaube, dass es unsere Pflicht ist, auch mit anderen Kandidaten zu sprechen und sich einen Eindruck zu verschaffen, was die bestmögliche Lösung sein kann, geht ja nur damit einher. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und wenn wir mit dem einen oder anderen sprechen und am Ende zu der Überzeugung kommen, dass wir mit Heiko und mit Marc-André Kruska hier die beste Entscheidung für die Situation, für den Club treffen, dann ist sie auch fundierter, als wenn wir es nicht getan hätten. Und wie ich gerade gesagt habe, ist es auch unsere Pflicht, dies zu tun. Alles andere wäre in dem Moment dann auch verantwortungslos. Ralf Ritter, Waz Bochum. Kann man erstmal nachvollziehen. Hallo zusammen, auch an Patrick Fabian daran anknüpfend. Das klingt jetzt so, als hättet ihr dann entschieden, dass diese und jene Kandidaten wie Peter Stöger dann nicht die Lösung sind. Es liest sich bisher eher so, dass die Kandidaten abgesagt haben. Ja gut, weil die Kandidaten auch die einzigen sind, die gerade kommunizieren. Also wenn wir mit jemandem sprechen und es danach zu einer Entscheidung kommt, dass es nicht passt oder dass es nicht möglich ist, in dieser Konstellation das Ganze hier anzugehen, dann ist das eine. Wenn diese Kandidaten dann im Nachgang sich so äußern, wie sie es aktuell tun oder in dem Fall von Peter Stöger tun, dann muss man sagen, ist das sehr skurril. Ich zitiere auch nur den Satz, dass er gesagt hat, dass er hier eine großartige Gelegenheit gesehen hätte, seinen Namen wieder ins Spiel zu bringen. Und da muss ich ganz klar sagen, der VfL Bochum dient nicht dazu, sich irgendwie ins Spiel zu bringen. Wenn man nicht der Überzeugung ist, dass man hierher kommt, um der Sache gerecht zu werden, sondern seinen Namen ins Spiel zu bringen, dann ist es generell ein Problem. Und da muss ich sagen, ist das für mich auch sehr, sehr zweifelhaft, wie da im Nachgang teilweise vorgegangen wird. Wir haben von unserer Seite aus
das Ganze nie bestätigt. Wie gesagt, die Gespräche an sich kann ich bestätigen, das haben wir getan. Aber wie es am Ende dann jetzt von ihm dargestellt wird, ist dann auch nur ein Teil der Wahrheit. Ralf Ritter macht noch weiter. Ja, nochmal konkret dann. Hat Peter Stöger abgesagt oder habt ihr ihm abgesagt? Zum Beispiel Stöger. Wir haben gemeinsam entschieden, dass es nicht passt. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und bei den anderen Kandidaten, Stefan Kunz, hat es wohl Gespräche gegeben. Ebenso, oder? Ja, das möchte ich gar nicht weiter kommentieren. Am Ende haben wir Gespräche geführt und wie ich gerade gesagt habe, was dann wie die Inhalte waren, ist das eine. Am Ende zählt, was jetzt hier ist und das ist Heiko Butscher und diese Entscheidung, die ich gerade ja angedeutet habe, haben wir aus voller Überzeugung getroffen und nicht, weil irgendwo einer gesagt hat, dass es dann nicht macht und damit ist auch alles gesagt. Weitere Fragen? Stand jetzt? Ah, doch, Philipp Rentsch nochmal. Ja, dann auch nochmal eine Frage, egal wer sie beantwortet, von den Verantwortlichen. Wie kurzfristig kam dieses Thema der Trennung von Thomas Letsch denn auf den Tisch? Man hatte von außen den Eindruck, das war vor ein paar Tagen eigentlich kein großes Thema. Soll ich? Also, man muss natürlich schon sagen, dass wir die große Hoffnung hatten, speziell nach der Länderspielpause dann hier in andere Fahrwasser zu kommen. Das haben wir nicht geschafft. Das Spiel gegen Köln war dann vor allem von der Art und Weise her so, dass wir unmittelbar danach gesagt haben, jetzt bedarf es einer Diskussion, die ergebnisoffen ist, wie wir auf dieser Position möglicherweise reagieren oder eben nicht, ob wir einen Impuls brauchen oder nicht. Da spielt ja nicht nur das reine Ergebnis eine Rolle, sondern auch das Wie. Da spielt die emotionale, energetische, die psychologische Komponente eine Rolle, sowohl bei Spielern, sowohl beim Trainerteam selber, sowohl bei allen Beteiligten außerhalb dieses Clubs. Ich kenne den Club jetzt nun mal schon ein paar Jahre und weiß, dass wenn wir hier nicht die richtige Grundstimmung auch haben in diesem Stadion, in dieser Stadt, dann macht es die ganze Sache nicht einfacher. Und deswegen haben wir nach diesem Spiel gesagt, okay, jetzt bedarf es halt eben auch dieser offenen Diskussion auch mal um diese Trainerposition, um möglicherweise dort auch handeln zu müssen, zu wollen. Und ergänzend dazu, wir beiden haben ja nebeneinander gesessen bei der Niederlage hier in Köln und wir waren natürlich alle geschockt und haben wirklich gesagt, wir brauchen erstmal 8-12 Stunden, dass wir das Revue passieren lassen. Aber schon auf der Rückfahrt haben wir natürlich auch als Präsidium gesagt, wir müssen uns dringend mit Patrick zusammensetzen. Also das waren immer kommunizierende Röhren und das haben wir am Sonntag gemacht und sind letztendlich in der Beurteilung, letztendlich auch auf Vorschlag der sportlichen Führung zu dem Ergebnis gekommen, wir müssen da was ändern. Und das ist der Hintergrund. Das ist unsere Verantwortung. Nochmal, die operative Verantwortung hat natürlich die sportliche Führung, aber wir waren natürlich auch als Präsidium, ich will nicht sagen gefordert, aber natürlich immer, was das Thema Awareness, Aufmerksamkeit angeht, dort gefordert. Und deswegen haben wir uns zusammengesetzt, wie immer, haben das offen diskutiert und haben letztendlich eine richtige Entscheidung getroffen. Max Backhaus von der Bild. Ja, auch eine Frage an Patti. Wir haben jetzt hier schon verschiedene Namen von möglichen Trainerkandidaten, die gestern im Umlauf waren, besprochen. Einer davon war auch Urs Fischer, der wurde jetzt hier noch nicht genannt. Da haben wir die Information, dass Gespräche geführt wurden. Er am Ende aber gesagt hat, er kann sich das doch nicht vorstellen. Das passt ja auch wiederum nicht zu dem, was du gerade gesagt hast, dass ihr die Gespräche alle beendet hättet. Ja, ihr habt ja auch schon geschrieben, dass Peter Stöger hier seinen Dienst antritt. Also ich kann nicht kommentieren, was ihr schreibt. Ich kann auch nicht kommentieren, was irgendeiner kommentiert oder sagt. Ich möchte nur nicht jedes Gespräch mit jedem Kandidaten jetzt hier kommentieren und da irgendwie Einblicke geben, was da wie, wo, wann stattgefunden hat. Also vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, der überhaupt noch nicht auf eurer Liste war, mit dem wir auch noch mal gesprochen haben. Also das ist ja ganz normal, dass wir in einem Prozess sind, wo wir uns mit Alternativen und Optionen eben beschäftigen. Die Inhalte,
Das ist zumindest meine Art des Vorgehens. Anders als es andere aktuell handhaben, ist es, dass man darüber einfach auch Stillschweigen bewahrt und das entsprechend intern behält. Ui, Zielfotoentscheid. Günter Bohl, Radio Bochum. Patti, es liegt ein paar Monate zurück, da habt ihr den Vertrag voller Überzeugung und auch ohne Klausel erste oder zweite Liga mit dem Trainer verlängert. Was ist seitdem passiert? Was ist schiefgelaufen? Und warum habt ihr da nicht rechtzeitig einen Einfluss nehmen können, damit es nicht zu dieser Trennung kommt, die ja, ich schätze mal, den VfL mit Co-Trainer vielleicht 3 Millionen kosten wird? Ja, was es am Ende kosten wird oder was nicht, das muss ich nicht großartig kommentieren. Das sind Vertragsinhalte, die wir sowieso nie nach außen kommunizieren oder jetzt hier diskutieren müssten. Darüber hinaus, ja, was ist passiert? Natürlich haben wir voller Überzeugung diesen Vertrag mit Thomas damals verlängert, auch in einer Situation, die alles sportlich, sagen wir mal so, nicht ganz optimal war, ergebnistechnisch nicht optimal war. Haben danach gut performt, haben danach die Ergebnisse geholt und dann ist etwas passiert, eine Dynamik reingekommen und so ist das Fußballgeschäft eben, vor allem in den letzten 6 Spielen. Wenn wir das Bayern-Spiel dazu nehmen, holen wir aus 7 Spielen 4 Punkte. Und alleine 4 Punkte, dass wir sagen, es ist jetzt rein der Tabellenplatz, es ist jetzt rein die Punktzahl, die wir geholt haben, sind ja nicht der allein ausschlaggebende Grund, am Ende eine Trennung zu vollziehen. Es geht darum, was für eine Dynamik, was für eine Entwicklung ist hier gerade Status quo, wo bewegen wir uns hin und wie kann es auch in dieser Konstellation oder wie könnte es in dieser Konstellation in den nächsten Wochen weitergehen? Und da muss man sagen, hatten wir das Gefühl, dass so eine Serie, die ja auch an einem nagt, auch die Art und Weise, wie das Ganze zustande gekommen ist, in den einzelnen Spielen, eine große, fast schon Verzweiflung bei allen Beteiligten irgendwo mit sich gebracht hat, die am Ende jetzt darin mündete, dass wir der Überzeugung waren, dass es so auch auf die Zukunft ausgerichtet nicht mehr funktioniert. Ich meine, hätten wir Spiele aufgeholt und so irgendwo 4 Punkte aus den letzten Spielen geholt, sodass wir insgesamt das Gefühl gehabt hätten, es geht nochmal insgesamt in eine gute Richtung, sodass wir auch mit einer gewissen Energie des Umfeldes hier in eine weitere Saison gehen können, egal in welcher Liga, dann hätten wir es anders bewertet, aber so war es alternativlos. Philipp Rentsch. Ja, ihr habt nach dem Spiel gegen Köln eine Analyse angekündigt. Was ist denn dabei herumgekommen, jetzt mal unabhängig vom Trainer? Gab es da noch weitere Erkenntnisse, losgelöst von der Personalie Thomas Letsch? Ja, also in der Analyse nach dem Wochenende waren viele sportinhaltliche Themen natürlich präsent. Wir haben diverse Themen diskutiert, thematisiert, rückblickend, woran es dann auch gelegen haben könnte, welche Themen wir oder an welchen Themen wir dann auch ansetzen müssen für die nähere Zukunft insbesondere auch. Und sind durchaus da auch bei dem einen oder anderen Punkt aufeinander gekommen und wissen ganz genau, wo wir ansetzen müssen, woraus dann ja auch durchaus die Trainerentscheidung resultierte. Anschlussfrage, gerne. Er braucht nochmal das Mikro. Muss ich doch jetzt mal kurz nachfragen. Vielleicht ein Beispiel dafür, was dabei herumgekommen ist? Das ist ein konkretes Beispiel, wo ihr auf einen Nenner gekommen seid. Ja, Herr Rentsch, es gibt natürlich dann immer auch Ursachen, warum Spiele gewonnen werden, warum Spiele verloren werden. Mal hast du mehr Einfluss drauf, mal weniger. Es ist sicherlich so, dass immer wieder auch Glück, immer wieder auch Pech dazu kommt, man am Ende aber auch jetzt in der Konsequenz, wenn sich Themen wiederholen und immer wiederkehren, dann auch auftreten, sehe ich dann sich auch als Trainer, als Mitglied des Trainerteams, wir als Verantwortliche auch nie aus dieser Verantwortung herausziehen können und das halt auch fundiert bewerten müssen und auch zu der Erkenntnis gekommen sind, dass natürlich auch gewisse Maßnahmen, die dann hinten raus ein Spiel beeinflusst haben, nicht immer ganz glücklich gewählt wurden und wir auch da in naher Zukunft zwingend ansetzen müssen.
Weitere Fragen? Philipp Rentsch? Dann noch eine Frage. Ist das Engagement mit Heiko Butscher, der ja auch andere Aufgaben eigentlich in diesem Club hat, definitiv bis zum Saisonende befristet? Oder wie schaut es da aus? Das wäre schon fast der nächste Themenblock. Dann. Schöner Übergang. Waren wir gerade bei der Freistellung noch. Ja. Soll ich jetzt? Ich beantworte es trotzdem. Es ist jetzt auf die 6 Spiele möglicherweise noch plus 2. Ich meine, das können wir jetzt nicht kategorisch ausschließen. Ausgelegt und dann werden wir weitersehen. Jetzt muss ich erst fragen, dem Max Backhaus, welcher Themenkomplex wird. Bei Heiko Butscher. Wollen wir dann übergehen? Also gibt es keine weiteren Fragen mehr zum Thema Freistellungsprozess? Scheint dann nicht der Fall zu sein. Okay, dann eröffnen wir mal den Heiko Butscher-Block. Auch eine Frage an Patti und an Marc. Also ihr habt Heiko als Cheftrainer auch vorgestellt, nicht als Interimstrainer. Das heißt, er bleibt auf jeden Fall bis Saisonende. Wann soll denn eine Entscheidung getroffen werden, wer in der kommenden Saison Trainer sein wird? Macht man das dann ganz am Ende der Saison abhängig davon, wo man spielt? Und vielleicht auch daran anschließend noch, gibt es sowas wie eine Option, dass bei Klassenerhalt sich der Vertrag eventuell sogar noch um eine Saison verlängert? Also es ist gerade so, dass wir erstmal nur von dieser Zeit sprechen. Genau. Alles andere ist ein dynamischer Prozess, den wir parallel irgendwo bearbeiten müssen, wo wir sicherlich auch abwarten müssen, wie jetzt die Ergebnisse in den kommenden Spielen sind. Ein Sieg kann schon Wahrscheinlichkeiten in die eine oder andere Richtung, in die eine Richtung besser gesagt, erhöhen. Und damit verändert sich dann auch wieder eine Sichtweise. Aber das muss jetzt erstmal auch ein Stück weit hinten angestellt werden. Es geht jetzt darum, alle Kräfte so zu bündeln, dass wir angefangen bei dem Spiel gegen Heidenheim wieder Spiele gewinnen, weil darum geht es im Fußball. Ich meine, das darf man letztlich auch nicht vergessen. In dieser Saison haben wir es bisher erst 5-mal geschafft, als Sieger vom Platz zu gehen. Und das ist natürlich essentiell, dass wir ins Gewinnen kommen. Und da wird, oder dem wird jetzt alles untergeordnet, um da diese wichtigen Dreier auch wieder einzufahren. Philipp Rentsch macht dann mal weiter. Dann erlaube ich mir doch mal die erste Frage heute an Heiko Butscher zu stellen. Was sind denn jetzt so die ersten Maßnahmen in den nächsten Tagen inklusive heute bis zum Spiel dann vor allem gegen Heidenheim? Ja, wir haben uns jetzt erstmal alle zusammengesetzt, haben alles zusammengetragen und festgelegt, was die nächsten Tage dann auch ansteht. Ja, das geht über die ganz normale Trainingsplanung, wann wird trainiert, was wird trainiert, ja, wie wollen wir es angehen. Also die Maßnahmen sind schon alle getroffen worden und das sind auch die ersten. Also es ist ein ganz normales Fußballtrainergeschäft, das heißt, wir wissen schon, wie die Abläufe sind. Ja, ich bin ja da auch schon etwas länger dabei und das verändert sich jetzt nicht großartig zu meiner U19-Tätigkeit. Weitere Fragen? Günther Pohl. Oh, Entschuldigung, hatte ich jetzt nicht gesehen zwischendurch. Jetzt kann man ja Heiko nicht in 3-4 Einheiten die Welt retten, aber man kann Signale setzen. Siehst du deine Aufgabe wirklich mehr im Training oder mehr im psychologischen Bereich? Weil nach diesen Ergebnissen, diesen Last-Minute-Erlebnissen, verrieten die Gesichter ja zumindest in der Mixzone am Samstag Resignation. Wo siehst du den Schwerpunkt deiner Arbeit? Ja, beides. Absolut. Also ich habe einen wahnsinnig großen Fokus, einen hohen Fokus auf die Trainingsarbeit, ja, aber wir müssen das auch vorleben als Trainer. Wir müssen klare Vorgaben geben, wir haben klare Regeln. Ich glaube, dass die Mannschaft ein gutes Grundgerüst braucht, ja, wo sie sich dann wohlfühlt auch, ja, und wo jeder dann auch weiß, was er zu tun hat. Das ist die erste Maßnahme, die man macht. Natürlich spricht man mit den Spielern, ja, auch das werde ich machen, aber das ist ein Mix. Und das werden wir versuchen, diese Woche reinzubringen. Ralf Ritter. Ja, hallo Heiko. Schritt zurück. Wenn ich es richtig gerade verstanden habe, wurdest du Montag dann gefragt. Hast du lange überlegt? Nein. Ja, also das, kurz und knapp. Ne? Also es stimmt, wir haben gestern im Laufe des Nachmittags haben wir zum ersten Mal gesprochen. Und wir waren uns relativ klar einig, was die Aufgabe ist.
Ja, man muss mal vielleicht auch sehen, ich bin jetzt schon so viele Jahre hier. Ich bin hier fest verwurzelt. Ja, ich habe hier einen Top-Job. Ja, ich liebe dieses Stadion, ich liebe diesen Verein und das schon über Jahre hinweg. Und ich kann doch nicht Nein sagen, wenn hier die Mannschaft Hilfe braucht, wenn der Verein Hilfe braucht. Das ist doch eine klare Sache. Außerdem, es geht hier um erste Liga Fußball. Ja, und als Fußballtrainer, was gibt es Schöneres und Größeres, als eine Mannschaft in der ersten Liga zu trainieren und mit so einer wichtigen Aufgabe dann auch betraut zu werden. Deshalb spielt das für mich auch überhaupt gar keine Rolle, ob jetzt mit dem einen oder anderen Trainer gesprochen worden ist. Ich sehe das genauso. Ich mache ja den gleichen Job im Talentwerk auch. Ich stelle auch Trainer an und ich unterhalte mich auch sehr, sehr viel mit Trainern. Und du kannst dann danach erst richtig sagen, passt das oder passt das nicht. Deshalb ist es auch die Aufgabe des Vereins und absolut nachvollziehbar. Und wenn sich dann schlussendlich rauskristallisiert, ja, dass ich diese Lösung bin, dann ist das doch top. Vor allem der Verein kennt mich. Ich bin schon sehr, sehr viele Jahre hier. Und wer kann denn besser beurteilen, wie meine Arbeit ist, als wenn du tagtäglich hier oben trainierst und kannst da zuschauen. Ne? Ich kann auch total nachvollziehen, dass der eine oder andere vielleicht sagt, ja, jetzt schauen wir auf die Tabelle, wo seine U19 steht, ja, die ist ja auf dem drittletzten Platz, was wollt ihr mit dem? Aber genau das ist ja nicht der Fall. Ja? Der Verein hat ganz klar kommuniziert, dass die inhaltliche Arbeit, die Ansprache, dass das genau das ist, was die Mannschaft jetzt braucht. Und das freut mich, dass man ja wirklich auf Inhalte schaut und sich nicht irgendwie immer außerhalb treiben lässt. Ja, daran anknüpfend, was vorhin ja schon an Patrick Fabian die Frage gestellt wurde, es klingt so, du könntest dir vorstellen, dann auch länger den Traum Bundesliga-Trainer zu machen. Das ist doch ganz normal. Also als Trainer willst du irgendwann mal in der ersten Bundesliga trainieren, aber auch das weiß der Verein. Ich bin komplett demütig. Ich weiß genau, wo ich herkomme, was ich kann, dass der Verein mir ermöglicht hat. Ich habe hier ganz klar gesagt, es ist nie eine Option, nach ein oder zwei Jahren zu sagen, ich bin jetzt Bundesliga-Trainer. Ich musste das komplett von Grund auf, musste ich das lernen. Ich habe einen sehr großen Vorsprung gehabt, dadurch, dass ich auch selbst Fußballprofi war und sehr viele Abläufe kenne, sehr viel mitgenommen habe, mir sehr viel gemerkt habe, was andere Trainer so machen. Ja, und das habe ich jetzt versucht in den letzten Jahren bei meinen Mannschaften immer zu implementieren und reinzubringen. Und ich habe das von Grund auf gelernt, deshalb glaube ich, dass ich absolut fähig bin für diesen Job, ganz klar. Und kenne aber auch das Geschäft, das ist normal. Aber mir geht es rein nur um Fußballspiel, nicht wie Spiele gewinnen. Ja, und das mit dem VfL Bochum, um das geht es, nichts anderes. Ja, wir wollen uns in den Armen liegen, ja, wir wollen diese Atmosphäre haben nachher in der Kabine, dass man sich in die Augen schauen kann, einen geilen Job gemacht hat. Ja, und dieses Gefühl, das müssen wir wieder hinbekommen. Das ist verdammt schwierig, weil ich auch schon viele Spiele am Stück verloren habe und du weißt, wie die Köpfe runtergehen. Aber sei versichert, da werden wir dran anpacken und die Spieler wollen. Ja, ich habe das gerade in der Besprechung gemerkt, die Spieler wollen. Ja, und die werden auch am Wochenende liefern, da bin ich mir ganz sicher. Ja, und die Ausgangslage ist klar. Also wir sind doch nicht abgestiegen und wir werden alles dafür tun, dass wir hier nächstes Jahr wieder in der ersten Liga spielen. Und wir werden das auch schaffen, bin ich mir sehr sicher. Günther Pohl. Heiko, du hast ja sicherlich die letzten Spiele verfolgt. Wahrscheinlich hast du heute Nacht ja auch noch mal die letzten Spiele alle angeguckt, nachdem du wusstest, dass du Cheftrainer wirst. Was ist dir gravierend aufgefallen? Wo siehst du jetzt im Bereich Offensive, Defensive, Taktik, wo siehst du im Moment den größten Ansatzpunkt? Günther, wenn wir uns ein paar Wochen vertagen, dann erzähle ich dir alles, was mir aufgefallen ist. Ich finde das jetzt nicht fair, irgendwie jetzt was zu sagen, was schiefgelaufen ist, weil ich schaue die Spiele auch nur von außen an, am Fernsehen oder live im Stadion. Und manchmal ist es auch ganz gut, dass du nur den Blick von außen hast. Ich bin nicht in der täglichen Trainingsarbeit dabei gewesen. Und die Sachen, die ich immer kennengelernt habe, wir hatten ein Top-Verhältnis mit wir zusammen mit Thomas Letsch. Wir haben auch sehr viel gesprochen, wir haben uns immer ausgetauscht. Ja, und auch wir haben kontrovers diskutiert. Ja, jeder Trainer hat eine bestimmte Spielphilosophie und denkt vielleicht ein bisschen anders. Aber grundsätzlich war das immer ein super Austausch und es wäre jetzt komplett
unfair, jetzt zu sagen, das und das und das hat mir überhaupt nicht gefallen und das müssen wir schleunigst ändern. Ich glaube, dass das gar nicht viel ist, was wir ändern müssen. Ja, ich glaube, wir haben schon den richtigen Ansatz, um da dann positiv wieder rauszukommen. Aber lass uns da mal ein paar Wochen jetzt arbeiten. Wir werden gut arbeiten, das kann ich euch versprechen, kann ich dir versprechen. Und dann kriegen wir das hin. Und wenn alles die Arbeit getan ist, können wir uns gerne darüber unterhalten, was da vielleicht mal aufgefallen ist. Philipp Rentsch. Frage an Patrick Fabian. Bundesliga-Trainer zu sein, ist ein Fulltime-Job. Wer übernimmt die Aufgaben von Heiko Butscher, die er bislang innehatte? U19, ich denke aber auch perspektivisch Richtung U21. Er war ja auch ist maßgeblich an der Planung dort beteiligt. Ja, alles, was U21, U17 und runter betrifft, ist geregelt. Also David Siebers wird jetzt die U19 dann erstmal weiterführen. Die U17 wird auch nachbesetzt mit jemandem, ja, der schon im Verein aktiv ist, der es interimsweise übernimmt, auch aus dem Nachwuchsbereich. Was die U21 betrifft, ja, das werden wir ja sehen. Also ich meine, wir müssen ja schon jetzt auch gerade, das hatte ich ja gesagt, das hier und jetzt erstmal bewerten. Wir wollen jetzt mit Heiko in dieser Konstellation erstmal weitergehen und dann zu gegebener Zeit besprechen, wie es insgesamt weitergeht. Und ja, Stand jetzt ist es so, dass Heiko U21 im nächsten Jahr übernehmen soll. Jetzt hat sich die Situation geändert, dass er bei den Profis Cheftrainer ist. Und Fußball ist dynamisch, wie ich es jetzt mehrmals gesagt habe. Und ja, da werden wir im laufenden Prozess dann eben schauen in den nächsten Wochen, wie wir es lösen werden. In der Leiterfunktion muss man sagen, dass wir zwei weitere Leiter auch noch haben, mit Dominik Horsch und Timo Saviano und zudem mit Max Kögel, jemanden, der das Ganze sowieso schon das ganze Jahr auch sportlich begleitet in einer Leitungsfunktion, wir das also inhaltlich alles sehr, sehr gut auffangen können. Weitere Fragen? Gelegenheit besteht jetzt. Scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Doch, der Kaspar Kamp von der dpa kommt nochmal um die Ecke. Nochmal Patrick Fabian, eine Frage ganz zurück. Für die Zukunftsplanung, ganz generell für die Bundesliga-Mannschaft. Also es werden jetzt erstmal die 6 Spiele abgewartet, wie es läuft. Und dann wird geschaut, ob man nochmal mit Heiko Butscher sich zusammensetzt oder ob man eine externe Lösung sucht oder findet. Oder wird da schon vorher geschaut und geplant? Muss ja immer. Auch das ist ein fortlaufender Prozess. Du kannst ja nie irgendwie permanent nur im Nebel rumstochern. Du musst ja wissen, was du möglicherweise machst. Du führst sowieso das ganze Jahr über Gespräche mit vielen Trainern, Entscheidern, Personen in Verantwortung im Fußball, auch ein Funktionsteam mit Leuten, also so, dass du eigentlich permanent einen, ja, zumindest Überblick hast, wo was gerade passiert, wer wie denkt und so weiter. Und ja, das werden wir jetzt in dem Fall halt auch tun. Natürlich werden wir parallel weiter schauen, oder was heißt weiter schauen, also diesen Markt sondieren sozusagen, um vorbereitet zu sein und gleichzeitig einfach Heiko jetzt erstmal in dieser Arbeit bestmöglich unterstützen. Und dann werden wir schauen, was die nächsten Wochen bringen. Und dann ist es auch da ergebnisoffen, also muss man ganz klar sagen. Die Chance ist jetzt auch da, etwas, ja, Positives zu schaffen, natürlich auch für Heiko persönlich. Und im Laufe der Zeit werden wir dann sehen, werden wir sprechen, sind sowieso permanent im Austausch und dann zu gegebener Zeit, wann das auch immer sein mag, entsprechend kommunizieren und entscheiden. Günther Bohl. Noch eine Frage an Patrick. Patrick, zur unpassenden Zeit, nämlich jetzt gerade auch heute wieder, erscheinen immer wieder Meldungen von Spielern, die offensichtlich den Club verlassen oder zumindest mit anderen Vereinen verhandeln. Inwieweit jetzt heute aktuell Schlotterbeck, Stöger wieder, vorher Asano, das geht ja reihum. Inwieweit nimmt das Einfluss auf die Leistung der Mannschaft? Oder sagst du, das blenden die Jungs komplett aus? Das blenden sie komplett aus. Ich glaube, wer die einzelnen Spieler sieht, der kann ihnen
vieles Vorwerfern war sicherlich nicht, dass sie alles geben und auf dem Platz ja, machen und tun. Von daher stellt sich diese Frage nicht. Ich glaube, wir sind alle Profis oder Profi genug, dass wir mit solchen Situationen umzugehen wissen, sowohl wir in der sportlichen Führung, als auch dann die einzelnen Spieler, als auch dann Teamkollegen, Trainerteam und so weiter. Es ist jetzt keine neue Situation, dass Spieler zur neuen Saison möglicherweise einen Verein verlassen, auf welchem Weg auch immer. Und von daher, wenn ich die Spiele bewerte, dann habe ich nicht den Eindruck, dass irgendeiner dieser Spieler sich gerade hängen lässt oder nicht daran interessiert ist, hier mit dem VfL Bochum den Klassenerhalt zu schaffen. Und das ist auch das, was diese Spieler in den Gesprächen immer signalisieren und wo sich, glaube ich, jeder auch sicher kann. Und da stelle ich mich auch komplett vor, jeden Einzelnen von den Jungs, dass sie genau wissen, was sie am VfL haben, dass sie sich sicherlich nicht hängen lassen werden hier und es auch in den vergangenen Wochen schon nicht getan haben. Ralf Ritter? Ja, vielleicht an Marc oder Patti oder beide. Umgekehrt, die Sichtungen, die Gespräche laufen natürlich auch, was Zugänge angeht. Das kann ja jetzt nicht ruhen, denke ich mal. Wenn doch, sagt Bescheid. Die wollen natürlich auch in der Regel wissen, wer ist denn mein Trainer? Das ist unklar. Die Liga ist unklar. Ja, was sagt ihr Spielern, mit denen ihr in Gesprächen seid, die vielleicht zum VfL Bochum kommen können? Ja, der Sichtungsprozess ist natürlich ein Vorgang, der sich über das ganze Jahr vollstreckt. Die Gespräche fangen dann auch logischerweise nicht erst nach Saisonende an und hinführen auf die kommende Saison. Ich gebe dir vollkommen recht, dass gewisse Planungssicherheiten auch die Planung an für sich erleichtern. Nichtsdestotrotz sprechen wir da natürlich breit gefächert mit Spielern, mit Profilen, die ja, für beide Szenarien auch in Frage kommen. Da sind wir auch für beide Fälle vorbereitet, aber Fokus natürlich auf die Bundesliga. Und auch da, sobald eine höhere Wahrscheinlichkeit da ist, werden wir da auch was vermelden. Ich schaue mal nach Handzeichen. Gibt keine weiteren. Dann noch ein Hinweis für die Kollegen vom Foto. Wir werden dann gleich nochmal mit Heiko Butscher im Stadion einen Fotopunkt uns aussuchen, sodass ihr dann dementsprechend auch noch das entsprechende Bildmaterial bekommt. Dann bedanke ich mich fürs Interesse und ja, wir werden uns dann in dieser Woche zu einer Spieltagspressekonferenz vor dem Heidenheim-Spiel wiedersehen.